Von Arduino gibt es ganz neu das Plug-and-Make-Kit für Anfänger für knapp 90 € inklusive Versandkosten im offiziellen Store. Dieses Set enthält einen Mikrocontroller, welcher dann halt mit Sensoren und Aktoren über die QVIC-Schnittstelle verbunden wird. Aber wie du das machst, erkläre ich dir in einem separaten Beitrag. Packen wir das kleine Paket einmal aus. Wenn wir das Ganze einmal aufklappen, dann sehen wir auf der rechten Seite eine Baseplate, auf welche dann halt Dinge montiert werden können. Und auf der linken Seite sehen wir eine Abbildung, wie dann halt Sensoren und Aktoren mit dem Mikrocontroller verbunden werden. Und darunter befindet sich auch schon der Mikrocontroller. Und wir sehen halt da auch einen Knopf. Und wenn wir da mal dran ziehen, dann sehen wir auch die ganzen Sensoren, die da mit im Lieferumfang enthalten sind. Als Mikrocontroller erhältst du den Arduino Uno R4 Wifi. Dieser kommt mit einer LED-Matrix daher und verfügt über zusätzlich einen ESP32S3 Mini-Chip und natürlich über die QVIC-Schnittstelle, über welche wir dann halt unsere Sensoren und Aktoren anschließen wollen. Zum Beispiel hier den Knopf. Das ist ein Rotary-Encoder, über welchen du halt tastbar bestimmte Positionen anführen kannst und du hast auch noch eine Push-Funktion. Und dieser verfügt halt über die QVIC-Schnittstelle und wird dann halt mit dem Mikrocontroller verbunden. Und auf der anderen Seite von dem Aktor könntest du jetzt noch andere solche Module anschließen, wie zum Beispiel jetzt hier einen Distance-Sensor. Dieser ist ein Time-of-Fly-Sensor, also ein Lasersensor. Dann haben wir noch eine kleine LED-Matrix mit 8 LEDs, welche wir einzeln ansteuern können. Und hier findest du auf der Gehäuseseite nochmal die Pins für die I2C-Schnittstelle. Du könntest dir also sozusagen auch Stiftleisten anlöten und diese dann mit anderen Mikrocontrollern verwenden. Hier haben wir jetzt einen Thermosensor für die Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Auf der Rückseite finden wir dann auf den meisten Sensoren noch die passende Adresse, über welche wir die halt programmieren können. Die benötigen wir halt in unserem Programm, denn über diese Adresse werden diese einzeln halt angesteuert. Hier haben wir jetzt einen 6-Achsen-Lagesensor, dann einen Piezo-Buzzer. Auch dieser halt über I2C. Du findest halt leider nicht an jedem die I2C-Adresse, aber das wird halt auf der Webseite von Arduino sehr gut beschrieben. Aber auch dazu gebe ich dir noch passende Beiträge zu jedem einzelnen Sensor. Und wir haben auch noch ein Buttonshield mit drei kleinen Buttons. Du siehst also, es ist ziemlich viel enthalten, um gleich mit der Programmierung zu beginnen, beziehungsweise um schon einige Schaltungen aufbauen zu können. Packen wir das Ganze einmal zusammen und schauen uns mal die andere Seite etwas genauer an. Wie am Anfang erwähnt, finden wir hier erstmal eine Plate, auf welche wir den Mikrocontroller montieren können und unten halt die Sensoren. Die Plate ist ordentlich dick und aus einem vernünftigen Material, also es wird nicht gleich zerbrechen, nur weil du mal etwas fester anschraubst. Unter diesem kleinen Karton befinden sich die Tütchen mit den Schrauben und den Muttern. Dann hast du noch ein paar Abstandshalter für den Mikrocontroller sowie 7 QVIC-Kabel für den Anschluss der Sensoren und Aktoren und ein USB-Kabel für den Anschluss an den Computer. Du siehst also, auch hier hast du alles zur Verfügung, um gleich loszulegen. Einzige, was du noch brauchst, ist ein Kreuzschraubendreher und einen kleinen Maulschlüssel, um halt die Sachen zu montieren auf der Plate. Der Preis von 90 € inklusive Versand klingt erstmal sehr hoch, aber wenn man halt bedenkt, dass man andere Sets für einen ähnlichen Preis bekommt, die halt nicht original von Arduino sind, dann finde ich diesen Preis schon sehr gerechtfertigt. Denn hier steckt ja auch ein wenig Entwicklungszeit drin. Und in den nächsten Videos werde ich dir dann dieses Set etwas genauer vorstellen und einzelne Schaltungen mit diesen zeigen. Sei also gespannt. Tschüss.